Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play SpongeBob Schwammkopf. Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Oh Gott, das ist der Name. Wie heißt das nächste SpongeBob Spiel? Checkpoint. Danke. Au! Das Ding. Ja, ich habe meine Unterhose verloren. Nein, ich bin nackt. Au. Ah, stimmt, man kann damit nicht springen. Da war ja was. In jedem steckt ein Geschenk. Genau, Patrick, du hast es erkannt. In allem steckt ein Geschenk. Das Leben ist ein Geschenk. Wie ein Geschenk Gottes. Hm? Wenn die jetzt runterfahren, dann gehen wir los. Mein Gott. Ab der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommen die Bälle? Nein! Stopp! Aufhören! Das tut doch weh! Nein, jetzt gehen die Nadeln hoch. Geh runter, geh runter, geh runter. Geh mal kurz durch, ne? Geh mal kurz durch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leck mich am Arsch. Die wollen mich umbringen. Yeah. Oh Gott. Aber geschafft. Hm? Mit dem Gewicht von Wurffrüchten kannst du auch Druckblöcken aktivieren. Sehr schön. So hell, so glänzend. Patrick kann auf die Wurffrüchte springen, kann auch auf die Wurffrüchte springen, um höhere Stellen zu erreichen. Über sie kann er dann die höheren Stellen erreichen, okay. Hm? Was? Wie geht das? Ach so. Oh Gott, mir wieder doof. Oh, dann. So, oder wie? Hä? Ja. Warum wird jetzt gebohrt? Ah, jetzt. Ah. Oh Gott. Ach so, oh Gott, man muss wirklich den Winkel springen. Oh, das ist eine Socke. Gute Güte, noch eine. Oh nein, ich muss das nochmal machen. Na gut, es war für die Socke. Für die Socke, Leute, für die Socke. Das ist wichtig. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ja. Gut. So, ich weiß nicht, wie der Dolde das Bohren aufnimmt. Ich guck gleich mal. Notfalls nehme ich sonst einen anderen mal auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jesus, nein! Stopp! Aufhören! Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, lass mich durch! Hi. Erstmal Schnauze. Der ist eine Frierfrucht.
Patrick kann in der Frierfrucht auf- und werfen. Mit Frierfrüchten kann Schlamm vorübergehend eingefroren werden. Auf gefrorenem Schlamm kann Patrick rutschen, bis der Schlamm auftaucht. Hm. Wenn Patrick neben Roboter einen Bauchklatscher macht, kann er diese beschädigen oder betäuben. Kleine Roboter werden von Patricks Bauchklatscher besiegt, während größere Roboter für eine kürzere Dauer betäubt werden. So, ich will mal kurz anmerken, ne? Normalerweise nehme ich ja nicht tagsüber auf. Zum ersten Mal, dass ich wieder tagsüber aufnehme, was bis jetzt ist Geburt. Ups. So, jetzt sollte das Bohren zu Ende sein, glaube ich. Ich habe deswegen auch kurz einen Cut gemacht, also ein Päuschen gemacht. Weil, weiß ich nicht. Das ganze Bohren zu hören ist, glaube ich. Also, erstens ist es doof, wenn man es die ganze Zeit hört. Und zweitens. Man kann werfen. Und zweitens ist es, glaube ich. Warst du da draußen einsam, so ganz alleine? Schaff ich noch? Ja. Nein! Gut. Und zweitens glaube ich, dass es auf Dauer, naja. Erstens nervig und zweitens, ich muss dagegen ansprechen. Das ist auch doof. Und deswegen habe ich einen Cut gemacht. Also wenn man dagegen anreden muss. Also, ich weiß halt nicht jetzt wann, ob ich dann laut genug bin. Man achtet die ganze Zeit darauf und dann konzentriere mich zu doll darauf, dass ich dann laut genug bin und dann ist auch doof. Deswegen habe ich deswegen keinen. Nee, also. Sonst ist Spuren mir ja egal, ne? Oh Gott. Nein. Nicht. Der Roboter hat Bumm gemacht. Ne? Er hat Bumm gemacht. Warte, man kann doch bestimmt. Warte, bist doch. Hilft ja viel, wenn der mal. Nein! Oh, oh ja, eine Doppelkombo, geil. Wenn ein nämlich sowas mit. Der andere fällt echt so weg. Wow! Was? Weil dahinter. Oh Gott. Ey, das ist ja eigentlich fies. Scheiß Ding ist dahinter. Warte, kein Roboter, der betäubt hat, sogar aufnehmen und gegen andere Roboter werfen. Gegen dann hinwerfen. Nein, lass mich! Oh mein Gott! Oh, Junge! Puh, also irgendwann geht das nochmal schief, ey. Ah, wir haben ja mittlerweile alle. Also wir haben bis jetzt alle gefunden. Höhlenforschung. Ah, dann sind wir wohl damit fertig, ne? Mit der Höhle oder wie? Schluss. Ja, zum Quallensee. Auf zum Quallensee. Ahoi. Thaddäus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja. Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die beste Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Geldabschneider. Hat er verdient. Oh nein, das ist so ein Fla...
Oh nein, die können schießen. Oh nein. Ach Gott. Dass die dann noch schießen können. Oh, Geschenke aus Holz. Finden wir nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt? Liegt vielleicht daran, dass ihr beide einen unterschiedlichen Körperbau habt. Gleich Bob. Danke. Genau, jetzt sind wir hier. Finde den Weg durch die Schluchten und über die Hochebenen. Okay. Gut, das ist ja wohl nicht so schwer. Ah, wie ist die denn nochmal? Oh Gott, Mrs. Puff. Hallo, Mrs. Puff. Mrs. Puff? Das ist Frau Puff. Steht Puff. Hallo Patrick, ich habe eine Aufgabe für dich. Okay. Oh, klasse. Okay, Frau Puff. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Schön, dass sie im Deutsch aber Puff heißt. Ich habe darüber nachgedacht. Oh Gott, aua! Oh, nochmal, nochmal! Nein! Nicht nochmal, ich will das nicht. Ich mag keine Schläge. Was? Ah, so soll ich das machen. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, was ich das machen muss. Ach, du denn. Wie viele davon muss ich denn tragen? Nee. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Autsch! Oh Gott, nicht. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Strahlend weiß. Nein! Von hier treffe ich ihn nicht. Ich hole den noch, warte. Das ist Pist, Tiki, Sticky. Spanner muss sich anschleichen, um ihn zu stören zu können. Um schleichen musst du vorsichtig den L bewegen oder LT drücken. Patrick kann sogar seine Ferne Sachen werfen. Thank you.
Nehmen wir mal mit, ne? Nice. Ja, den Sinn verstehe ich momentan nämlich. Ja. Kann man die Dinger kaputt machen? Aber es bringt das. Und das ist halt ein Vorteil, den ich momentan nicht sehe. Schon viel besser. Ah. Den Vorteil. Was? Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, war easy. Ah, okay, sorry, aber ja. Aber muss dazu sagen. Der ist schon teils ganz schön, ja, ganz schön fies gemacht, die Szene. Ah, hier kann wieder zu Bushaltestelle. Wir können auch wieder Spongy spielen, SpongeBob. Wäh! Nimm das! Oh Gott. Aber ich komme bis jetzt noch gut durch. Mein, ja, es ist ein Spiel ab 6, aber auch bei Spielen ab 6 sind teils schwerer als Spiel ab 18. Es ist ein Spiel ab 6, da. Boah. Oh Gott, nein! Ich hab noch nicht noch früher. Tschüss! Das stimmt. Ey, wir können Mr. Krabs bald, Was? Oh, weil ich ihn oh nein, weil ich ihn gegengesprungen bin. Hey! Ah. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Gut, dann wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Geht's hier lang, hier? Spannend, soll später wiederkommen, wenn er die Wanderblase gelernt hat. Ah, gut. Wir müssen halt noch Blasen lernen. Ah. Okay, also wir werden Level wohl auch immer mal wieder besuchen. Und ist es so wie in Lego gemacht, dass man die besuchen kann oder muss? Hallöle, 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 ja, ja, genau. Oh Gott, nein, 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 ich will nicht, danke. Na, es reicht, danke. So blöd ist das Ding. Oh Gott. Aua, ich hab die doch gehauen. Ey, also. Dann haben wir die drinnen. Das ist dein Ernst, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Da ist ein Stein-Tiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstört werden. Das kann er jedoch von der Donner-Tikis in die Luft gejagt werden. Ja. Das habe ich gesehen. Oh Gott, meine Lieben. Oh Gott. Wie eine Frühlingsbrise.
Ey, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Mensch. Oh mein Gott. Danke. Die Frage ist, sagt sie ein noch irgendwas, weil ich es gefunden habe? Sag mir, dass du nicht gefahren bist. Natürlich nicht, Mrs. Puff. Ich habe doch keinen Führerschein. Ach gut, dann war das wohl nur ein schlechter Traum. Ja, oh ja, schon Unterhose, das hat sich ja nochmal gelohnt. Ja, man muss dazu wissen, SpongeBob. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. SpongeBobs Fahrstil ist nicht ganz so toll. Und hier noch einen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Sag mir, dass du nicht gefahren bist. Gut. Ja, also, als würde SpongeBob Auto fahren. Das ist ja auch so ein bisschen der Witz daran. SpongeBob fällt ja Auto, aber er fällt immer wieder durch. In irgendwelchen Unfällen. Und dann, passiert immer ein Unfall und deswegen ist Mrs. Puff schon davon traumatisiert. Aber gut, wie SpongeBob Auto fährt, ist auch ein Fahrstil für sich. Natürlich muss das wieder anfangen. Ja, habe ich gehört. Geht da ein? Nee. Oh Gott, bevor ich da reinfall. Was ist denn hier? Nur schön Mist. Es ist dein Geburtstag. Ernsthaft? So viel Mühe geben, um extra Leben geholt, damit ich nicht sterbe. Was ist jetzt? Ey. Maul, blödes Ding. Kann er nicht schießen? Kann er nicht, ne? Nee. Schade. Ja, yeah, so genau. Na, was wollt ihr hier machen? Wow! Das war vielleicht dachte ich, dass ich hier nicht getroffen werden kann. Ich würde sagen, ich hatte etwas Unrecht. Ah, oh, okay. So. Ah, Mist, der bricht mit Patrick. Den Sprung schaffen kann. Kann man nicht.
Okay, den Sprung kann man nicht schaffen. Schade. Hätten wir die Socke holen können, weil wir müssen, ja. Tadeus nerven. Genau, das haben wir als letztes gemacht. Wenn das jetzt ja gut, dann machen wir sowieso gleich einen kleinen Cut. Mal gucken, ob ich noch eine Folge aufnehme, weil das echt so ein doof ist, wenn ich da immer gegen anquatschen muss. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, ich kann den Sound auch schlecht raus. Ja, man kann ihn rausfiltern, aber ich glaube, das mit bearbeiten hört sich auch nicht ganz so geil an. Hey Kumpel! Nennt mich auch Schwamminator. Und wer nennt dich so? Oh. Vorher noch. Waffenfront. Ah, ist Tartau-Soße, sehr gut zu wissen. Hat mich schon mal interessiert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüss. Gut, ja, ich mach die Folge noch zu Ende und dann werde ich heute Abend weiter aufnehmen. Und dann. Oh Gott. Wo war eigentlich die Socke? Wo war eigentlich die Socke? Das war die Unterhose. Wo war die Socke? Da ist ein goldener Pfannenwender. Guck ich da hin? Ah, darüber. Warte mal. Da? Ach du großer Schinken. Hä? Autsch. Zack. Geschenke öffnen ist klasse. Es glänzt. So. Wenn dieses Symbol erscheint, kann SpongeBob Wände hochspringen. Springe an die Seitenwand und drücke A, um ein neues zu springen. Ah. Okay, hier ist nichts mehr. Unterhose brauche ich? Ja, brauche ich. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nein, nein. Ja, nein. Ah. Wenn man sie auch nur viermal treffen lassen darf, ne? Dann wird... Hä? Hallo! Alter. Gut. Die See trocken liegen, also okay. Gut, dann auf zum letzten Teil. Kumpelblase! Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise, dieser Qualmkönig befindet sich mitten auf dem Weg.
Viel Glück, du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Bitte, so, und ich würde sagen, dass ich jetzt hier auch aufhöre. Allein schon von der Zeit her. Und beim nächsten Mal dann wieder auch ohne Bohren. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Ich höre jetzt schon auf. Gut, dann werde ich dieses Season auf heute Abend verlegen. Weil ich finde, keine Ahnung, das macht so irgendwie wenig Sinn, wenn ich das Bohren hinter mir hab. Bis dann auch rein, euer Pyrus. Tschüssi.